Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch ein ganz besonderes Buch mitgebracht. Ich habe es ja schon mal irgendwie angekündigt, spätestens Anfang des Jahres, was für Projekte ich arbeite. Und eins dieser Projekte ist jetzt fertig. Und dieses Projekt habe ich schon eine ganze Weile vor. Nur ihr wisst ja auch selbst, wie es ist, wenn man einfach was ganz Besonderes schaffen will. Braucht das manchmal einfach auch Zeit. Und wenn man dann anfängt, dann ist man im Flow und dann läuft's. Na, und wenn man das einfach da liegen hat und ein bisschen hier denkt, ein bisschen da denkt, dann ist es einfach noch nicht an der Zeit, dieses Projekt fertig zu bekommen. Weil da einfach vielleicht noch ein Quäntchen Energie fehlt oder ein Quäntchen Einfallsreichtum oder was auch immer. Und wenn man dann anfängt, dann ist man richtig in der Energie, dieses Projekt zu schaffen. Ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit, macht das gerne. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, über jeden Kommentar, Austausch, Like, herrlich. Wir sind richtig schön in Kontakt hier. Und ihr stellt mir auch interessante Fragen, die ich auch sehr gerne beantworte. Und damit mache ich natürlich auch herzlich gerne weiter. Zumal ich jetzt ja auch 500 Abonnenten habe und noch eine kleine Roomtour drehe. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob dieses Video vor oder nach der Roomtour rauskommt. Aktuell bin ich hier noch am Aufräumen, dass ich euch das überhaupt zeigen kann. Gegebenenfalls bin ich ja schon fertig gewesen, habe schon gedreht, habe euch das schon gezeigt und dann kommt dieses Video. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich drehe immer so ein bisschen auf Vorrat, also so wie es einfach fällt, weil ich dieses Buch hier natürlich jetzt auch irgendwie verschicken möchte, ne? Also das heißt, ich muss es jetzt drehen und dann hübsch verpacken und dann bekommt die neue Besitzerin das, die natürlich noch gar nichts von ihrem Glück weiß. Ich bin sehr gespannt, was sie dazu sagt. Und ja, ihr seht vielleicht schon in dem Titel Life is Better with Cats, dass es sich hier um ein Katzenbuch handeln könnte. Ja, eine ganz liebe Katzenfreundin, nenne ich sie mal, oder auch Pferdefreundin, ja egal. Also auf jeden Fall ist das ein Buch über Katzen, weil wir ein paar Katzen von der lieben Kirsten haben. Liebe Kirsten, sei mir gegrüßt, falls du dieses Video schaust. Das ist dein Buch und ich bin mir aber sicher, dass du das in den Händen hältst, bevor ich dieses Video hier veröffentlicht habe. Genau, für Kirsten ist dieses Buch. Und zwar haben wir von Kirsten, ich sage jetzt mal einige Katzen, und da gibt es Bilder von unseren Katzen für Kirsten in einem schönen Junk Journal verpackt. So, dann fangen wir mal an. Starten wir mal ins Buch. Dieses Junk Journal hat, ich sag mal, ungefähr A5. Ne, man kann ja immer, wenn man Altered Book macht, nicht ganz hundertprozentig abmessen, ist es jetzt A5 oder nicht. Hier habe ich viel A5 reinbekommen. Ihr werdet dann bei dem Pferdejournal, was ich noch gemacht habe, werdet ihr dann sehen, das ist ein bisschen kleiner als A5 und wie ich damit umgegangen bin. So, erstmal haben wir hier auf dem Cover schönes Stamperia-Papier und ein Siegel mit einer kleinen Katze drauf und ein paar kleine süße Anhänger, die ich irgendwie auch mit Katzen assoziiere. Der Schmetterling, der sitzt super fest. Da habe ich Funke-Kramkleber benutzt und der sitzt wirklich, wirklich fest. Glücklicherweise. Ja, der hat natürlich, der ist ein bisschen erhaben. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video seht. So sieht er das. Ist ein bisschen erhaben. So, geschlossen habe ich das hier mit so einem kleinen Verschluss. Mit einer Spitzenschleife. Ich muss ihn nochmal ein bisschen gerade rücken, bevor ich es verschicke. Dann gibt es hier einen Buchrücken mit Sternbindung. Mit der offenen Bindung. Hinten sieht man schon die erste Katze. Auch noch ein bisschen Stamperia-Papier. Ja, und ich habe alles hier mit Mod Podge Antique Cover gecovert, damit das einfach wirklich robust ist, sich anfassen lässt und auch so ein bisschen griffig. Also das ist hier ein Vintage Katzen Junk Journal. Und es ist auch ein bisschen junkig geworden. Nicht ganz so grungy, wie ich das vielleicht ganz gerne mache. Es bekommt eine Junk Journal Anfängerin. So, verschlossen wird das hier mit einem kleinen Schmuckverschluss. Das ist auch eigentlich ganz gut zu handhaben, wenn man nicht so lange Nägel hat wie ich. Das mit den langen Nägeln, Leute, das wird sich demnächst gegessen haben. Werde ich es wieder kürzer machen. Das ist zum Basteln sehr anstrengend. So, dann steigen wir mal ein. Wir haben überall in dem ganzen Journal ganz viel Stamperia-Papier. Hier haben wir meine kleine Junk Journal Erklärung. Die kann man hier aufhalten. Was ist denn ein Junk Journal? So. Die wohnt hier vorne in der Tasche drin und möchte dann von der neuen Besitzerin gelesen werden. So, dann ansonsten habe ich schönes
schönes Printable, also schönes Digitalpapier bei Etsy gefunden. Und wenn ich jetzt noch drauf komme, von wem ich das habe, werde ich euch das auch gerne verlinken. So, ansonsten, ich werde jetzt ja nicht jede Seite einzeln mit euch besprechen, weil das sind 4 Signaturen mit 40 Seiten, sprich, mit 10 Seiten, also sprich 40 Blätter plus Kleinkram und so weiter und so fort. Blätter heißt ja nicht Seiten, die kannst du mal 4 nehmen. Und dementsprechend sind wir hier bei 160 Seiten plus Kleinkram. Und wenn wir die alle einzeln besprechen, dann komme ich nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit. So. Genau, jetzt habe ich ja schon Katzenstempel benutzt. Ich habe von Funkelkram hier diese Karo-Linien- und Co-Stempel. Sprüche. Ich habe viele sehr schöne Katzensprüche gefunden. Ich habe sie mir auch, sag mal, rausgeschrieben, sodass ich sie hoffentlich demnächst mal in einem Digitalpapier verarzten kann, verwursten kann. Also Digitalpapier im Sinne von, ihr könnt euch die Sprüche dann einfach selber ausreißen. Vielleicht tippe ich sie dann auf dem Tee gefärbt, dass ihr sie einfach nur noch ausdrucken und ausreißen müsst, ohne irgendwas zu machen. Mal gucken, das ist aber eine Sache für Schlechtwettertage. Ich habe natürlich gestencelt und ich habe ganz viele Stempel benutzt, klar, aber auch ganz viele Die-Cuts hier verbastelt. So, hier haben wir das erste Katzenbild. Das sind unsere 4 von 6. Fluki, Rumi, Bonnie und Terry oder Terrence oder Terrorcat. So, dann haben wir hier noch kleine Buchseiten und ich habe überall versucht, diese ganzen Sprüche, und ich habe wirklich viele Sprüche gefunden, unterzubringen. Das ist unsere kleine Ronja, die ist leider gestorben, nachdem wir sie hier hatten. Die war ganz schlimm krank von Anfang an, das, was man erst nicht gemerkt hat. Das war eine kleine Zaubermaus, aber sie gehört in dieses Album. Und wenn man mal Katzen hatte und auch mal eine Katze verloren hat, man wird sie nicht vergessen, das ist halt so. Ja, Hexen mit Katzen dürfen auch nicht fehlen. Die ist doch klasse, oder? Jetzt haben wir überall hier noch das ganze kleine Charms, habe ich an die Spitzen gehängt. Ja, und man sieht schon, das ist hier, ich sag mal, ganz platt ein Journal für eine Frau. Es ist verspielt, es ist mit Rosa, es hat Stempel, Farbe, Tinnef, Sprüche. Es ist Vintage und verspielt. So, hier habe ich, ich sag mal, versehentlich 2 Seiten reingepackt. Eigentlich wollte ich eine reinpacken. Ist aber eine schöne Pocket geworden. Ne, da kann man nämlich so einen schlafenden Flock reinpacken. Und in so einen Umschlag, da haben wir dann noch Frau Skadi oder auch Fritze genannt. So, da haben wir unsere Doppelseite. Gucken wir mal, ob ihr noch ein Bild seid. Ja, ihr seid noch wunderbar im Bild. So. Hier haben wir einen kleinen schlafenden Terry, der war nur noch ganz klein. Und ich finde dieses Bild, dieser Die-Cut passt doch perfekt zum schlafenden Terry. Also Ohrenhaltung so herrlich. Genau. Ohne ein paar Katzenhaare ist man nicht richtig angezogen. Mhm. Gleiches gilt im Übrigen für Pferdehaare. So, da haben wir Rumi. Das war sein erster Ausflug. Der saß da ganz lange in der Haustür und hat sich überlegt, ob er rausgeht oder nicht. Hier haben wir Floki und Barry. Barry ist leider auch verstorben. Der blöde Kerl, der hat es geschafft, über 1 Kilometer weit von uns wegzustreunern und dort auf die Hauptstraße zu laufen. Wir haben ja eigentlich ein Katzenparadies, wo im Umkreis von 800 Metern Feldweg ist. Nur, also mehr haben wir hier nicht. Nur der Kerl, der weiter, müsste weiterlaufen. Und das war sehr traurig, weil das war der Ober-Super-Kuschel- und Steilkater. Und ist glücklicherweise, sag ich mal, jetzt schon ein paar Jahre her. Und dann noch, wenn wir an ihn denken, es ist immer so, oh, Barry, der fehlt echt. Also der wird auch jetzt in diese Bande hier von den ganzen Plüschviechern, würde er super gut reinpassen. Floki bei seiner Lieblingsbeschäftigung im Schrank. Und ein paar Glanzbilder von meiner Mutter habe ich noch reingepackt. Also ich habe von meiner Mutter eine ganze Kiste für Glanzbilder bekommen. Ja, hier haben wir Frau Hedwig. Frau Hedwig ist auch ist die Mama von Floki und Skadi. Und da haben wir sie nochmal. So, diese Falttechnik habe ich bei Glücksknoten gefunden. Ich habe glücklicherweise den Link gespeichert, dass ich es wieder gefunden habe. Weil so, wenn man das länger nicht gemacht hat, aus dem Kopf, das nochmal zu machen,
ist nicht ganz leicht. So diese schönen Tim Holzstanzen, dem Linienpapier, Linienstempel von Funkelkram. So. Und hier haben wir eine schlafende Bonnie. Herzen liegen nicht nur voll rum, sie verschönern den Raum. Ja, gerade wenn eine Bonnie oder kleine Bohne, wie wir sie auch manchmal nennen, im Raum liegt, sie verschönert den Raum wirklich. Ja, und manchmal sabotieren Katzen Arbeit. Das kommt schon mal vor. Ich weiß nicht, wer von euch Katzen hat, aber der eine oder andere oder die eine oder andere wird mit Sicherheit die eine oder andere Katze haben. Den einen oder anderen Spaß oder vielleicht auch mal Ärger mit einer Katze haben. Naja, Ärger fängt dann immer an, wenn man zum Tierarzt geht und so Sachen wie eine Kastration bezahlen muss oder ähnliches. Ja, ich habe Sticker gefunden mit Tarotkarten, die von Katzen handeln. Herrlich. Genau, das ist auch Tim Holz-Stempel. Herrlich, ich finde die super klasse. Ja, und hier haben wir noch ein paar schöne Die-Cuts. Ein bisschen Atlaspapier am Start. Schönes Stencil. Was ich hier drin jetzt nicht gemacht habe, ist irgendwie mit Strukturpaste noch irgendwie zu stenciln, weil das Buch eh schon so dick ist. Ich habe auch hier so ein paar Die-Cuts und so. Das ist alles sehr erhaben. Und führt natürlich dazu, dass das Buch ein bisschen dicker wird. Ja. Noch drei Katzen im Start, Stempel. Also ich muss sagen, mich hat neulich mal jemand gefragt, und hat gesagt, Mensch, du kannst doch so viel. Also ich habe einige, ich sag mal in Anführungszeichen, einige Jobs oder einige Sachen. Ein Vlog, der gerade niest, herrlich. gerade im richtigen Moment erwischt. So viele Sachen, die ich kann und mache und auch beruflich mache. Und das ist eigentlich mein Hauptjob ist, ist jetzt nicht Junk Journal machen. Hat mich jemand gefragt, warum ich das überhaupt mache. Das braucht doch so viel Zeit. Und eigentlich könnte ich doch mit meiner Zeit was anderes machen und richtig Geld verdienen. Ja, also das Thema richtig Geld verdienen ist, glaube ich, beim Junk Journal so ein bisschen ja, out of range. Weil, also man, klar, wenn man einen Junk Journal verkauft, verdient man natürlich ein bisschen Geld. Wenn man das auf die Stunde umrechnet, vergesst das, Leute. Also das ist wirklich. Es ist eine Arbeit mit Leidenschaft und nicht eine Arbeit, wo man wirklich einen Lebensunterhalt oder einen Zubrot oder irgendwas verdienen kann. Das könnte ja voll knicken. So, jetzt versucht doch mit diesen Fingernägeln eine Schleife zu binden. Das ist ganz toll. Ja, egal, ich mache das später. Ohne Kamera. Das lacht nämlich bestimmt aus. Zu Recht. Ich werde sie kürzen. So ungefähr, ne? Fällt Ihre Katze vom Baum, gehen Sie besser ins Haus, um zu lachen. Ja, also zum Thema, das ist nochmal Frau Hedwig, zum Thema, warum machst du das? Es braucht doch viel Zeit, bringt kein Geld. Das ist mein Spaß, das ist mein Seelenspaß, meine Entspannung. Ich habe so viel Freude daran gehabt, dieses Journal hier zu gestalten und diese Fotos richtig einzubringen und, sag ich mal, für alles einen Platz zu finden, dass ich gar nicht, also da will ich kein Geld für haben oder beziehungsweise, ja, freue ich mich, wenn ich ein Journal verkaufe. Nur, ja, wie gesagt, es ist kein Verdienen, es ist ein, ich kann mir ein neues Bastelmaterial davon kaufen. Das ist absolut mein Lieblingsbild von Flock übrigens. Floki, der Hungrige. Ja, dazu der Spruch, niemand guckt so vorwurfsvoll wie eine Katze, die darauf wartet, gefüttert zu werden. Genau. So, ein paar schöne Buchseiten hatte ich hier noch. Die hier wunderbar reinpassen. So, jetzt habe ich hier ein Wasserfallelement. Und ich höre gerade, dass ich mein Facebook-Tab nicht stumm geschaltet habe. Und auch mein Handy brummt. Frevel am frühen Morgen. Jetzt ist bestimmt meine Junk Journal-Bande aufgewacht und wünscht sich allen einen guten Morgen. Ja, dazu knurrt noch mein Magen, das passt doch wunderbar. Und das ist übrigens eine kleine Floki-Serie. Ne? Falls ihr euch wundert, dass Floki hier ziemlich häufig vorkommt, es ist so mein Kater, mein kleiner Seelenkater. Und ich denke mal, Katzenbesitzer werden wissen, was ich meine, wenn ich sage, es ist mein Seelenkater. So, also eigentlich möchte dieses Foto hier rauskommen. Genau, es ist ein kleiner Rumi in einer lustigen Pose auf dem Sofa.
Schaut, mache ich das auch wieder rein. Genau. Die Menschheit lässt sich grob in zwei Gruppen einteilen. Den Katzenliebhaber und die vom Leben benachteiligten. Ja, also Katzen bereichern das Leben auf jeden Fall. Und natürlich hat man auch mehr Arbeit, wenn man Katzen hat. Man hat Katzenklo, man hat immer dreckige Pfoten im Haus, sofern sie dann rausgehen dürfen. Und die Herrschaften hier sind auch wirklich Großmeister darin, auf unserer weißen Treppe schlammige Pfötchen zu verteilen. Wir wohnen am Moorrand und hier ist die Erde recht dunkel und die wird dann auch mal reingetragen. Das heißt, auch das Wischen und Wischen, Saugen ist ständig am Start und man denkt nach dem Wischen und Saugen, dass man eigentlich gar nichts gemacht hat. Und ja, auch das werden viele Katzenbesitzer kennen, vor allen Dingen die, die hier solche Flauschingtiere haben. Hier, das ist übrigens Arbeitssabotage. Ein Hund sitzt nicht neben dir, während du ein Hund sitzt neben dir, während du arbeitest. Eine Katze sitzt auf deiner Arbeit oder wahlweise liegt. Wie Frau Bohne da. Genau. Ein kleines Flöckchen. Wobei klein sind die nicht. Also wer sich jetzt fragt, was das für Rassen sind, könnte ja sein, dass es hier Katzeninteressenten gibt, die wissen oder denken, könnte eine Maine Coon sein. Das sind Norweger. Floki ist ein Norweger. Frau Hedwig ist eine Norwegerin. Das ist Frau Fritze oder Skadi auch. Bonnie ist eine sibirische Waldkatze. Barry war auch ein Sibirer. Und unsere beiden, ja, kann man eigentlich hier so rausziehen. Also, ein bisschen steif. Und unsere beiden Roten, Terence und Rumi, sind auch norwegische Waldkatzen. Also, aktuell leben bei uns im Haushalt. Hier ist übrigens ein kleiner Magnet drin. Kann ich mal sehen, Frau Hedwig rutscht. Hedwig, bleib mal da, wo du sollst. Ist ein kleiner Magnet drin, der hier festhält. Aktuell leben bei uns im Haus 5 Norweger und eine sibirische Waldkatze. Ja. So, hier haben wir wieder so ein kleines fieses Ding mit Schleife. Und da haben wir ein Flickflock und eine Frau Hedwig. Ja, und das sind alles sehr, sehr menschenbezogene, sehr freundliche Katzen. Die, ja, hier haben wir so ein kleines Einschiebeelement. Also das Foto kann man hier reintun. Da sind Romy und Terry am Start. Die beiden Kuschelbrüder, die spielen und kuscheln auch ganz viel miteinander. Mittlerweile haben sich auch Rumi und Bonnie angefreundet. Rumi und Terence sind bei uns als Jungkatzen dazugekommen, also wirklich als kleine 14, 15 Wochen alt waren sie. Und eine schlafende Frau Hedwig. Das ist übrigens ihre Lieblingsbeschäftigung. Schlafen. Fressen geht auch. Das ist wirklich die faulste Katze von allen. Die gute Dame geht zu ganz bestimmten Zeiten raus. Und zwar, wenn der Staubsauger läuft. Sonst geht sie nicht raus. So, hier haben wir 2 Schlafende draußen. Ja, unsere Katzen dürfen raus. Rumi und Terry sind natürlich, durften erstmal ein paar Monate hier drin sein, bevor sie dann mit raus durften. Und haben sich mit den anderen schon angefreundet, wobei unser kleiner Terence, Terry, jetzt mittlerweile der Größte ist. Und die anderen schon echt kräftig aneselt. Ja, also er möchte ganz gerne Chef spielen und selbst wenn er von den Damen ordentlich einen auf die Nase kriegt, kratzt ihn das herzlich wenig. Ich könnte es nicht anders machen. Sieht man die Öhrchen. Öhrchen sehen es besser. So. Und ja, so kommt es, dass ab und an auch mal ein bisschen Zoff ist. Und der liebe Terry einen auf die Nase kriegt. Manchmal kriegt dann Rumi auch einen auf die Nase, weil er genauso aussieht wie Terry, also von der Farbe her. Und wenn er um die Ecke flitzt, dann kommt das schon mal vor, dass eine der Damen ihm auch eine verpasst, obwohl er nicht sein Bruder ist. So, jetzt sind wir am Ende des Flipsflusses fast reingekommen. Dann haben Floki im Topf. Ein bisschen wuschelig aus, er kommt bestimmt gerade von draußen. Ist hier hingelegt. Das hier ist ein Slider-Element mit Frau Hedwig. Hier haben wir nochmal eine Skadi. Und ja, da war der Terry noch ganz klein und er hat ziemlich viel Quatsch gemacht, wie
unter anderem auf der Wäsche im Wäscheständer zu liegen. Der ist jetzt auch leicht verbogen, der Wäscheständer, weil der Kater natürlich immer dicker wird oder immer schwerer. Und nochmal zwei Schlafkatzen. Ja, genau, Fritz und Skadi und Bonnie verstehen sich auch gut. So, jetzt während des ganzen Flipthroughs habt ihr gesehen, dass hier ziemlich viel Platz zum Schreiben auch noch ist, weil ich hoffe ja, dass Kirsten das Journal auch benutzt und ihre Katzennotizen hier auch auf die Seiten bringt. Und das ist nicht nur das ist, was ich reingeschrieben habe, deswegen habe ich die Sprüche immer schön an den Rand geschrieben oder in irgendwie bestimmte Plätze, dass sie einfach noch ganz viel Raum hat, selber Notizen zu machen, weil mindestens mal drei der hier lebenden Katzen und leider eine verstorbene sind von ihr und von ihr aus ihrer Zucht und haben bei uns ein schönes Zuhause gefunden. Ja, das Bild ist doch auch schön. Und die Fritzenase. Noch so ein kleines Einsteckelement. So, jetzt haben wir noch ein Terry. Terry und Rumi lieben Höhlen. Das heißt, wann immer sie es schaffen, irgendwie ins Bett zu gelangen, darf man sie da einpacken. Also darf man wirklich sie im Bett dann in so eine kleine Höhle bauen. So, ich werde jetzt hier gleich noch die Sachen wieder zuschleifen. Schleifebinden üben. Mit den Fingern ja nicht ganz so leicht. Okay, hier sind wir am Ende dieses Flip-Throughs, dieses schönen Katzen-Journals. Ich liebe es. Und es ist wieder mal ein Journal, was ich am liebsten selbst behalten würde. Aber natürlich werde ich das nicht tun, weil das für einen ganz besonderen Menschen ist. Und unsere liebe Kirsten hat das Herz auf dem rechten Fleck und ist eine absolute Katzenmami und Katzendompteurin oder wie man das auch immer nennt. Weil bei ihr laufen noch ein paar mehr Katzen rum als unsere sechs. Und da ist immer ganz schön Trubel in der Bude. Gerade wenn, ja, wenn es einen kleinen Wurf gibt, einen jungen Wurf gibt, dann ist da richtig Trubel in der Bude. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Also mindestens alle, die Katzen haben, können sich das vorstellen. Gut, hier sind wir jetzt. Ich habe euch mein langmonatiges Projekt vorgestellt. Es hat wie immer irre Spaß gemacht. Ich gebe es mit einem weinenden Auge ab, aber ich weiß auch, wer es bekommt. Deswegen ist das lachende Auge auf jeden Fall deutlicher zu sehen. Ich freue mich sehr, dass ihr mich bisher begleitet habt. Und ich freue mich auch zu hören, zu lesen, wie ihr mein Katzenjournal hier findet. Ob euch auch mal sowas interessiert, sowas selber zu machen. Geht natürlich auch nicht nur mit Katzen, es geht genauso mit Hunden und allen möglichen Tieren oder auch Kindern. Wobei ich ein Kinderfotobuch jetzt nicht unbedingt bei YouTube zeigen würde. Ja, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen inspiriert hat, auch mal sowas zu machen. Und das ist ein Geschenk der besonderen Art. Es wird sich auf die Reise machen, ja. Und vielleicht werde ich in einem der nächsten Videos mal erzählen, was Kirsten dazu gesagt hat. So, und jetzt entlasse ich euch mal in den Basteltag und freue mich sehr, euch wiederzusehen. Und sage jetzt mal, bis demnächst in diesem Kino.